ihr eingeschaltet habt. Ja, ich möchte euch heute meine zwei neuen Paintpots endlich mal vorstellen. Ich habe mir die ja schon vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so gekauft. Und ja, ich wollte mir eigentlich keinen kaufen, weil irgendwie haben mich die Farben so von den Swatches her, die ich im Internet, also bei YouTube oder so oder auf Blogs gesehen habe, ja, die waren okay. Also da habe ich gedacht, irgendwann schaue ich mir die mal an und vielleicht kaufe ich mir auch mal den einen oder anderen, aber ich war jetzt nicht so mega geflasht. Was natürlich toll war, dass auch so ein paar Matte dabei waren von den Farben her, die wollte ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Und ja, dann stand ich davor. Und dann hat dann halt diese nette Dame da bei MAC hat mir dann welche gezeigt und ich so, mein Gott, ich muss die haben. Und da konnte ich mir natürlich auch nicht entscheiden, da muss ich halt zwei kaufen, ne? Also ich musste dann. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Und ich habe halt dann erstmal Perky genommen und das ist so eine ganz tolle. Ach, ich rutsche zur Seite, dann kann ich euch das einblenden. Das ist so eine ganz tolle. Ich muss jetzt mal aufmachen. Ja, so eine ganz tolle. Ich muss überlegen, ob das Aprikotfarben ist. Also es ist so eine Mischung aus Aprikot, glänzend. Auf den Augen sieht es manchmal so ein bisschen auch rosa, ja doch so ein bisschen rosa aus. Also ja, je nachdem, wie auch so ein bisschen ins Licht drauf fällt. Ich kann auch gar nicht genau sagen, ob das matt ist. Also ich denke, es soll vielleicht matt sein, aber ich finde, es hat so einen ganz schönen zarten Schien. Also kein Glitzer, kein Schimmer, sondern einfach, ja, es lässt sich sehr, sehr, sehr gut auftragen. Ich benutze, das seht ihr dann jetzt auch in dem Video, ich benutze so einen ganz normalen, fluffigen Pinsel zum Auftragen, weil es eben dann auch schon gleich verblendet ist. Ich benutze nicht die Finger oder irgendwie irgendwelche anderen Pinsel, sondern ich mache das jetzt eigentlich immer mit diesen fluffigen Pinseln. Und ja, also Perky ist wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Farbe. Und ich habe auch erst überlegt, ob das eher so eine Sommerfarbe ist, die ich vielleicht überhaupt gar nicht jetzt im Winter trage und ob die auch nicht an mir irgendwie ja zu orange vielleicht auch aussieht, weil wie gesagt, in dem Töpfchen könnte man meinen, dass es so ein bisschen sehr ins Aprikotfarbene geht, aber auf dem Auge überhaupt nicht. Und es lässt sich sehr, sehr gut mit ganz, ganz vielen Lidschatten oder anderen Paintpots auch Creme-Lidschatten kombinieren. Also ich blende euch das ein, ihr seht das, also ich habe das jetzt schon mit Malch kombiniert. Ich habe das jetzt schon mit diesem anderen, den ich euch gleich zeige, kombiniert. Also ihr könnt da wirklich ja, ganz, ganz viele tolle Sachen damit machen oder einfach nur solo auftragen, ausblenden lassen, fertig, ja, Mascara und so weiter. Zur Haltbarkeit ist zu sagen, dass dieser Lidschatten sehr gut hält. Wenn er angetrocknet ist, lässt er sich nicht mehr gut verblenden. Das heißt, besser ist es immer ein Auge zu machen, das fertig zu machen und dann das andere zu machen, weil wenn ihr hier ein bisschen auftragt und da ein bisschen, dann trocknet es da schon wieder an und so weiter und dann kommt man wirklich nicht so gut zurecht. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, sehr, sehr gute, wie gesagt, also sehr, sehr gut, wie heißt denn das, verblendbar oder so? Na, ihr wisst schon. Ja, also lässt sich sehr, sehr gut verarbeiten und ja, also ich kann eigentlich nicht genug Positives sagen. Also lässt sich mit kühlen Farben, mit warmen Farben kombinieren. Und ja, die Kombination übrigens, die blende ich euch gleich nochmal ein, da könnt ihr nochmal gucken. Und die andere Farbe, die ich mir gekauft habe, und da war ich mir dann irgendwie total unsicher, weil da waren ja so ein paar Brauntöne dabei, auch nochmal so ein paar hellere Brauntöne, die mehr so ins Karamell, Hellbraun gehen. Und dann habe ich mich aber trotzdem für Taylor Grey entschieden. Und ja, das ist dieser tolle Ton. Und erst dachte ich, ich nehme den nicht, weil der sieht ja auch irgendwie aus wie Permanent Taupe von Maybelline, das muss ich mir überlegen. Und ihr wisst, den mache ich mir ja auch immer auf die Augenbrauen und da war ich mir dann einfach unsicher, ob ich den jetzt dann unbedingt noch brauche und so weiter und so fort. Aber der kam mir dann doch sehr, 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 sehr schön vor beim Swatchen. Und da dachte ich, ich muss den unbedingt mitnehmen. Und Leute, ich muss euch wirklich sagen, ich trage diesen Paintpot nur noch. Also entweder als Unterlage, jetzt gerade auch für den Herbst, für so Brauntöne, Grautöne und so weiter oder eben solo. Und ich muss sagen, dass diese Paintpots, diese neuen Pro Longwear Paintpots, finde ich noch viel, viel besser halten als die alten. Und ja, auch nochmal wirklich zugelegt haben von der Haltbarkeit im Gegensatz eben zu diesen Maybelline, die auch wirklich okay sind für ihren Preis, aber man weiß, warum man hier irgendwie an die 20 Euro ausgibt. Also das ist wirklich ein sehr, 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 sehr tolles Produkt. Und Taylor Grey ist ja so eine Mischung aus Braun und so ein ganz typisches Grau, Taupe, also auch sehr schwer, sage ich mal, zu kategorisieren, in welche Richtung das jetzt geht. Also ich denke mal, je nach Augenfarbe wirkt es mehr kühl,
vielleicht so bei blauen oder grauen Augen, und eben bei meinen Augen kann es auch eher so ein bisschen warm wirken und ja, lässt sich auch wirklich sehr gut auftragen. Das ist jetzt der zweite Pinsel. Ihr seht, ich habe halt dann immer, dass ich halt dann nicht immer waschen muss und so weiter. Und den benutze ich dann immer zwei, dreimal, bevor ich ihn dann wieder sauber mache. Und da habe ich auch wieder so einen fluffigen Pinsel. Also man kann es auftragen, es lässt sich sehr, sehr gut verblenden. Entweder ja, pudert ihr nochmal ab oder ihr benutzt nochmal einen Lidschatten dazu. Aber im Grunde genommen, was ich jetzt auch schon oft gemacht habe, einfach nur diesen Paint Pot und dann nichts mehr und einfach nur Mascara und dann ist fertig. Ein Lidstrich sieht auch sehr schön dazu aus, genauso zu diesem Perky auch. Und ja. Das waren die beiden Farben. Ich denke, ich werde mir auf jeden Fall nochmal die anderen anschauen. Wenn ihr die schon kennt oder wenn ihr selber Farben habt, dann schreibt mir doch mal, weil ihr wisst, ja, manchmal ist es natürlich so, man kauft sich auch mal eine Farbe und merkt, oh, die ist ganz schlecht verarbeitet oder lässt sich schlecht auftragen, verteilen. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich Glück gehabt und die beiden sind wirklich total super. Und ja, und die Kombination, die ich euch jetzt einblende. Da habe ich einmal Perky kombiniert mit Copper Plate. Das ist so ein grauer Lidschatten. Also ihr könnt auch mit Grau ganz gut kombinieren. Oder aber ihr könnt auch Perky mit einem warmen braunen Ton. Da habe ich jetzt Malch genommen. Und dann könnt ihr das auch kombinieren. Also sieht dann so ein bisschen warm, herbstlich aus. Also wirklich ganz, ganz toll. Und ich muss sagen, ich kriege ganz, ganz oft Komplimente aus einer Mischung, ja, eben Perky mit Copperplate, also irgend so einen grauen Ton in der Lidfalte und dann so ein bisschen verblenden und fertig. Und ja, wie gesagt, auch diese beiden zusammen aufgetragen, ganz, ganz toll. Perky wieder aufs ganze bewegliche Lid, Taylor Grey in die Lidfalte, verblenden, fertig, aus die Maus, Mascara und so weiter. Ja, also ganz, ganz tolle Kombinationen möglich und ich muss gerade überlegen, ich gucke gerade zu meinen Lidschatten, ob ich noch irgendwie, also ich habe da jetzt noch gar nicht so viel rumexperimentiert, weil die einfach auch alleine schon total toll sind. Auch eben sehr, sehr gut als Unterlage für andere Lidschatten nutzbar. Aber das habe ich schon gesagt. Ich komme schon aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ja, zwei ganz, ganz tolle Farben und ansonsten, wie immer natürlich, wünsche ich euch eine gute Zeit und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!